die Themen sind oft so komplex und auch, oder der Themenbereich ist komplex und die Bedarfe sind unterschiedlich. Ich kann gar nicht alles wissen. So, also ich bin gar nicht die Expertin für alle Themen. Bei bestimmten Formaten holen wir uns externe PartnerInnen aus der politischen Bildung. Zum Beispiel beim Thema Rassismus. Wenn wir einen Rassismus-Workshop machen, dann traue ich mir das nicht alleine zu, sondern hole mir jemanden, der für die Zielgruppe auch eine Vertrauensperson ist, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat mit Diskriminierung. Und dann ist das eine schöne Zusammenarbeit. Wir sorgen so dafür, dass wir Brücken schlagen können in den Alltag. Wir verankern das Programm oder den Workshop hier im Schulalltag. Aber die Expertinnen kommen mit ihrem Fachwissen, mit ihren eigenen biografischen Erfahrungen. Und das ist sehr toll für die SchülerInnen. Läuft es eigentlich so ab, dass wir Termine vereinbaren, mit der Schulleitung oder der Klassenleitung konkret in die Terminplanung gehen? Das Ganze natürlich dann beantragen. Das heißt, es braucht einfach da eine sehr strukturierte Vorgehensweise, dass man am besten am Schulhalbjahr schon weiß, okay, das sind die Themen, das sind die Meilensteine, das möchten wir gerne angehen. Genau, die konkrete Planung ist dann oft in so einem Dreieck, also die Schule, die externen Bildungsträger und wir als Respect-Coaches, also oft in so einer vermittelnden Form auch.